Rossi mit dem Block, zweite Chance, Nachschuss, Tor! Zum ersten Mal Dominik Zwerger in Aktion und gleich als Torschütze. Für mich einen großen Anteil an diesem Tor hat Joel Neuenschwander, der hier einfach nicht locker gelassen hat. Also der Abschau, Nachschussmöglichkeit, Flynn, Tor! Ja, ich habe es Ihnen gesagt, Brian Flynn fängt an zu punkten. Und jetzt kommen auch noch die Tore dazu. Nach der Vorarbeit von Scotty Abschau, der noch an Reto Berra scheitert, kommt Flynn und bezwingt. Ein bisschen bearbeitet, aber alles im Rahmen des Legalen. Und dann schlägt es bei Berra ein. Michael Engoy, der Torschütze. Der 37-Jährige lässt es klingeln. Dieser Ach, Plastino wurde da hart getroffen und dann die Chance und Tor. Oder doch nicht, der Schiedsrichter hat nicht auf Tor entschieden. Er will sich das Ganze anschauen. Video Review heißt dann das Ganze. Aber ich habe nicht gesehen, dass er auf Tor entschieden hat, Viktor Stolberg. Scheint sich da aber ziemlich sicher zu sein. Also hier noch einmal das Burber-Trickli. Ja, und ich denke, die Scheibe war drin. So habe ich das aus dieser Perspektive gesehen. Ja, wir haben hier das Tor für Fribourg-Gottéron. Die Scheibe war also drin und der erste Torschütze für die Gäste.